So, Freunde, heute tanzen wir ein bisschen mal. Nein, so, Haberers und Haberinnen, heute habe ich wieder ein paar Special Guests mit. Wir machen heute diesmal keine Foodtour, sondern wir testen. Unter meinem letzten Video habe ich hunderte Kommentare dazu bekommen, nämlich ein bestimmtes Burger-Restaurant. Und wo wir hingehen, das sagt uns jetzt einmal der erste Special Guest, und zwar der liebe Benny ist auch am Start. Grüß euch. Wo geht's hin? Wir gehen heute ins Cheat-Day Burger essen. Wo ist das? Dritter Bezirk, habe ich gehört. Ja. Und wir testen es, schauen es an. Und angeblich die geilsten Burger von ganz Wien. Angeblich, weil ich habe ein Video gemacht zu Liam Bun Burger. Da habe ich gesagt, die besten Smash-Burger haben die, also wirklich 10, 20 Leute geschrieben. Ja. Du musst im dritten Bezirk zu Cheat Day gehen. Yes. Beste Smash-Technik, was ihr da, wo man das Fleisch so zerdrückt. Magst du das? Ja, schauen wir es an und schauen wir, ob es wirklich der Beste ist für ganz Wien. Wir werden es uns anschauen. Wir machen uns jetzt am Weg. Wir sind da gerade in Münchendorf und machen uns jetzt am Weg in den dritten Bezirk. Also, bis gleich. So, wir sitzen jetzt da bei Cheat Day. Gehen wir mal rüber, dass die Leute auch sehen, wie es da ausschaut. Mitten auf der Erdbergstraße. Wenn wir da jetzt so eine schauen einmal. Cheat Day, was lacht da so in die, oder was lacht dir so in die Augen, Benni? Ja, ich glaube Big Boss, hätte ich gesagt. Big Boss. Ich habe mir gedacht, wenn man schon bei Cheat Day sitzt, also ja, für mich, ich würde, glaube ich, einen Cheat Day nehmen. Okay. Und ich glaube, Big Boss ist auch Mörder. Form geil ist, es steht, die Legende besagt, er schwitzt noch immer, weil er scharf ist. Ah, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich traue mich nicht drüber. Echt nicht? Nein. Nimmst du auch einen Cheat Day? Ich weiß wirklich noch nicht. Oder ein El Clasico. El Clasico Cheese. Hört sich aber auch geil an. Sehr gut. Was ist dir wichtig beim Burger? Machen wir mal so. Also der Burger fängt einmal ganz außen an, mit dem Burger-Label. Das Burger-Label, ja. Ist einmal für mich, ehrlich gesagt, wenn ich wohin gehe, schon mal ausschlaggebend, ob ich ein Burger dort ist. Weil wenn ich sehe, dass das ein 0815 von Billa oder für irgendwo ist. Das ist der Chef, Leute. Aber ihr müsst auch eins wissen, ihm ist das ja so wichtig, weil er ja auch ein Bäcker ist. Das vielleicht heißt, ist das der Grund dafür. Aber wir haben auch gerade gehört, dass die Brote selber gemacht sind, alles selber gemacht. Also schauen wir mal, was der Profi sagt. Danke dir. Dankeschön. Danke euch. Genau, und dann, wenn wir so weitergehen Richtung Fleisch. Also ja, wenn dann wir, gehen wir mal gehen rein. Aus, genau. Fangen wir mal an, ja. Dann muss die Unterseite vom Brötchen muss angetoastet sein, dass sie nicht aussaugt mit Fleisch, soft, mit den Soßen und ja, so. Dann muss das Fleisch so richtig, richtig geil sein. Ja. So knusprig außen, ja, innen softig. Es muss der richtig geile Rindgeschmack da sein. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ich glaube, dir macht das Essen Spaß, oder? Ja, sieht man, oder? Aber es stimmt schon. Und wenn du jetzt so denkst an einen Burger, es gibt ja diese Burger, die sind urüberladen, urüberfüllt, mit 100.000 Soßen drinnen. Nein, das mag ich überhaupt nicht. Ja. Clean, also man muss wirklich, wenn man eine beißt, jede einzelne Zutat schmecken. Man muss das Fleisch schmecken, man muss die Sauce schmecken, eine Zwiebel, ein Salat, die Tomaten, ein Käse. Und wenn jetzt fünf verschiedene Soßen schon drin sind, dann schmeckt es nichts mehr. Kannst du eigentlich vorstellen, was für Fleisch das eigentlich drin ist. Das heißt, ich bin gespannt. Wir haben hier wirklich anscheinend nicht nur einen Brotprofi, sondern auch einen Fleischprofi. Das heißt, wir sind echt gespannt, was natürlich wir zwei sagen. Aber wir haben hinter der Kamera auch noch die Nina dabei und die Denise. Also wenn die dann reinbeißen und kosten, werden wir beinahe auch ein bisschen schauen, was die Frauen dazu sagen. Schauen, was die Frauen dazu sagen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Bestellen wir dann mal, oder? Genau so ist es, weil ich bin hungrig. Passt. Es wird Zeit. Nein, ich esse ein El Clasico Cheese. Ein El Clasico? Yes. Das heißt, du nimmst einen klassischen Cheeseburger. Denise, was nimmst du? Ich nehme mir auch den El Clasico Cheese mit Pommes. Big Boss hat gesagt, lass aus. Ich lass aus, weil das Scharfe, glaube ich, tut mir nicht ganz gut. Ich nehme einen El Clasico Cheese mit Speck. Okay, ich bin mir noch unsicher, Leute, ob ich meinen Cheedinger nehme oder einen Big Boss oder doch einen klassischen. Ich werde das spontan machen. So, Leute, wir sind jetzt da drinnen in der Küche und schauen jetzt noch mal ein bisschen so bei der Zubereitung zu. Ich sehe, da wird schon alles vorbereitet, das Brot liegt schon oben. Das gefällt mir sehr gut, dass das Brot angegrillt wird. Top. Und wir schauen jetzt einmal ein bisschen näher rein und nehmen euch jetzt einmal mit beim Zubereiten. So, die Dinger sind da. Schaut mal runter, schaut euch mal das an. Der Speck ist auch halal. Da ist hier ein Cheddar, hier ist ein Cheddar, dann Käsesoße, oder? Papas geheime Käsesoße. Das ist jetzt der Cheat Day. Schaut rein. Wow, Wahnsinn. Und da drüben hast du Benji. Benji. Ich habe ein El Clasico mit Cheese. El Clasico mit Cheese. Hab dann gefragt, ob ich extra noch einen Speck reinhaben kann, weil keiner dabei war. Ist sofort auf meine Wünsche eingegangen geworden mit Speck. Was mir extrem taugt, ist einmal ein Starzerl dazu. Also quasi ein Teller. Finde ich mörderisch stylisch. Dann das Papier, super geil. Also ich freue mich jetzt schon auf den ersten Biss. Ich würde sagen, Leute,
weniger quatschen, mehr essen. Mehr essen, damit auch da ein bisschen mehr Fülle wieder reinkommt. Ja. Ja, bei dir, bei mir nicht so. Ja. Und jetzt, der erste Biss ist immer der wichtigste. Schauen wir mal. Mahlzeit. Was ich geil finde, sag du mal just. Ja, was ich geil finde, das Brot außen fluffig, beißt man eine, schmeckt man, spürt man, das angegrillt ist, Fleisch mörderisch softig, geiler Geschmack. Was ich vorher schon gesagt habe, es ist wichtig, die Komponenten, man merkt, dass alles frisch ist, es sind die Zwiebeln frisch, die Tomaten frisch, der Salat ist frisch. Ich bin glücklich und will einfach nur weiter essen. Das wollte ich gerade sagen. Du beißt rein. Ich habe jetzt so überlegt, während der Benni geredet hat, wie ich das erklären soll. Du beißt rein und du, was wir vorhin gesagt haben, nicht so viel übertrieben, so auch nicht, was das so Ding, sondern du beißt rein, du schmeckst dieses geile Fleisch, du schmeckst, dass alles frisch ist und die Soße, ich kann sie nicht erklären. Es ist. Papasoße. Es ist nicht zu übertrieben, aber auch nicht zu wenig. Ich finde, das ist genau richtig. Ich habe noch nie so ein geiles Innenleben gehabt. Also wenn, später bei der Bewertung wird spannend. Ich muss sagen, Aroma geil. Geil. Käse geil, Soße geil. Passt. Alles geil. Passt, wirklich. So, Hälfte schon aufgegessen. Es ist ein eigener Geschmack, sage ich auch, oder? Es ist die so Soße. Die Soße macht echt das aus. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Zutaten sind frisch, ich habe es vorhin schon gesagt. Und der Chef hat uns vorhin gerade eine coole Geschichte erzählt mit... dass der Nachbar in New York war, hin und her, und er hat gesagt, so einen geilen Burger hat er nur in New York gegessen. Der liebe Herr da drüben war in Las Vegas, hat auch Smashburger in Las Vegas gegessen. Dein Resümee, oder nicht Resümee, sondern dein Vergleich, sagen wir so. Also ich muss sagen, ich habe in Wien schon wirklich sehr viele Burger probiert und keiner ist noch in die Nähe von Las Vegas Burger gekommen. Ja. Aber dieser Burger da ist schon ziemlich, ziemlich nah an amerikanischen Original. Also es ist ein absoluter Hammer. Der Burger geil, alles geil. Geil wäre noch, selber gemachte Pommes dazu. 5 Sterne, 10 Punkte. Ich glaube, ich hätte mich niederknien dürfen vor dem Lokal. Aber das sagen wir dann auch noch. Das sagen wir auch noch dazu. Das wäre ein Ding. Trotzdem, auch wenn du hier so gehst, du bist hier mitten auf der Erdbergstraße, du würdest es gar nicht annehmen. Nein, mit sowas rechnet man doch nicht. Überhaupt. Wir essen das jetzt noch fertig. Ich glaube, die Mädels. Warte mal, machen wir mal so. Hör mal die Kamera, dass wir hier auch mal rüberfilmen. Wie findet ihr es so? Hallo. Ich finde es köstlich. Mir zerfällt er nur ein bisschen, aber bei Burger bin ich ein bisschen. Ja, das ist normal, das gehört dazu. Aber es schmeckt echt gut. Nina, was sagst du? Ich habe ihn auch schon verkehrt gehalten. Ja. Aber es ist mega gut. Es ist wurscht, ob wir uns anpatzen. Es schmeckt einfach super. Das gehört dazu, genau. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Echt, das haltet alles zusammen. Auch der Burger Bun ist, der haltet. Der ist nicht so aufgeweigt, so wie du vorhin auch gesagt hast, weil das anbraten worden ist. Es haltet alles so, wie es soll. Also ich bin zufrieden und ich will jetzt in Ruhe diesen geilen Burger weiter aufessen und wir melden uns danach. Wieso habt ihr angefangen? Ich will nicht die Namen nennen, also bevor wir angefangen haben. Ich habe überall probiert, überall. Sydney, bis ich nicht 100 Kilo geworden bin. Trainieren, ja. Es ist schwierig, ja? Leider. Also ich spüre das viel nach schnell, immer für die Tasche schauen. Genau, ja. Und meine ist andere Konzept. Ich will, dass die Kunde zufrieden sein. Ich bin sehr bei einer Gourmet und dann habe ich gedacht, na machen wir jetzt so wie für mich selber. So wie du es zu Hause machen würdest. Und Gott sei Dank, die sind alle zufrieden bis jetzt. Und es ist auch, wir haben auch vorhin noch geredet, glaube ich, das, was auch ausmacht, ist, man spürt wirklich diese Liebe zum Burger. Da ist nicht schon vorgeschnitten, du hast das auch gesehen bei dir, da ist nicht vorgeschnitten irgendwie die Tomaten oder irgendwie so, sondern alles ist zack, zack, frisch gemacht worden. Und das hast du bei den anderen jetzt nicht so eigentlich. Genau. Deswegen wollte ich sagen, also bei den großen Konzerne, sag mal. Die, was man kennt. Du spürst nicht diese Ketten, du spürst nicht diese Liebe, diese Frische und so. Die machen schnell nächste. Und Leute, ich sage euch was, Chite. Unbedingt vorbeischauen. Danke dir, hey. Danke. War wirklich danke dir. Sehr geil. Wir sind fertig, wir haben Cheat Day getestet, wir haben es nochmal in uns wirken lassen, das Ganze. Und ich kann euch eins sagen, heftigster Smashburger in Wien. Und nicht nur vom Geschmack her, ihr müsst das Ganze erleben. Papa und Sohn drinnen, du kennst das, Papa und Sohn. Weltklasse. Papa-Sohn harmoniert, der Sohn bedient, der Papa steht am Grill. Einfach genial. Das, was noch genialer ist, wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeinen anderen Burgerladen oder in eine Kette gehst, der macht dir den Burger, ist gut,
haut ihn dir hin, du isst das, ist sicher fein. Aber was du hier drinnen schmeckst, ist was? Es ist die Leidenschaft für alle zwei. Es ist einfach nur, da geht das Herz auf. Wenn du zuschaust, der fragt, wie war es? Und du sagst, es war Weltklasse, fangen beide zum Lachen an. Ja. Einfach nur, die stehen zu 100% hinter ihrem Geschäft, hinter dem Produkt. Der Burger da, der braucht keinen modernen Touch oder Schickimicki. Der Burger steht für sich allein. Das ist einfach... geil. Wir sind da jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gesessen haben mit den zwei geredet. Wirklich top. Wenn ihr in der Nähe seid und nicht einmal, auch wenn ihr in der Nähe irgendwo von Wien seid, würde ich unbedingt vorbeischauen. Jetzt kommt die Bewertung von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Also ich habe vorher überlegt, so wie ich ihn gegessen habe, war klar, dass weiter oben angesiedelt ist. Habe dann so 9,5, weil man dachte, okay, ein bisschen Luft nach oben. Aber die zwei hauen einfach alles rein in das Geschäft. Und sind einfach so, so, so nette, liebe Leute. Ja. Ich muss einfach eine 10 geben. Es geht nicht anders. Wow, eine also, 10. Sie haben sie die von ganzem Herzen verdient, die 10. Wirklich. Wahnsinn. Hammergeil. Wahnsinn, ja. Wenn ich jetzt mal kurz die Kamera nehmen darf hier an der Stelle. So, 1 bis 10, was sagt ihr? Benni hat ja schon mal vorgelegt mit einer 10. Es war alles echt pipi fein und gut. Und, ich glaube, das darf man auch sagen, Leute, wir kriegen öfters Bauchweh auf so ein deftiges Essen. Uns geht's voll gut. Ja. Und wir haben echt keinen Bauchweh, weil mein Darm und Magen ist echt beleidigt manchmal. Aber wir haben nichts. Es ist super Qualität. Es kann nur gut sein. Ich gebe eine 9,5. Eine 10 würde es von mir geben, wenn auch noch selbstgemachte Pommes, selbstgemachte Kartoffelspalten da sind. Du, Nina? Ich würde sagen 9,8, wow. Weil es geht immer noch besser. Das setzen wir uns auch zum Ziel. Man kann immer noch besser werden. Aber die zwei sind so lieb. Perfekt, das Essen war geil. So, und die letzte Bewertung jetzt noch von mir. Ich sage mal, ich habe mir auch so überlegt, wie könnte ich es bewerten? Ja. Ich habe das dann auch nochmals in mir wirken lassen. Ich habe mir zuerst gedacht, es wird fix über einer 9 sein. Ich bin bei einer 9,8. Weil ich mir denke, für die Zukunft, es wird extrem schwer, hier irgendwas Besseres zu finden. Eine 10, oh, ich weiß nicht, 9,8 tut mir irgendwie weh, ja, weil die zwei so Ding... Das war bei mir genau das Gleiche. Ja. Es war das Gleiche, ich habe mir gedacht 9,5 oder irgendwas, ja, aber dann mit den zwei haben wir gedacht, okay, einfach eine 10 raus, fertig aus. Wisst ihr was, ich glaube, es wird nämlich extrem schwierig. Es ist eine 10, ja. Es ist echt eine 10, weil nirgendwo, glaube ich, in ganz Wien findest du so einen geilen Burger wie hinten. Cheat Day, unbedingt vorbeischauen. So Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr auch sagt, hey, der Benni muss viel öfters auch in die Videos, schreibt das definitiv mal in die Kommentare rein. Sehr gerne. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert auf jeden Fall auch den Kanal und was ihr gar nicht vergessen dürft, ist, aktiviert die Glocke. Die Glocke ist ganz wichtig, weil so seid ihr immer gleich am Start dabei, wenn wir ein neues Video hochladen. Und schreibt in die Kommentare auch unbedingt rein, wo wir noch hingehen sollen. Also, bis dahin, alles, alles Liebe. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.